Wie der Präsident Sobotka bereits angekündigt hat, werde ich die Sitzung kurz unterbrechen. Ich ersuche die Mitglieder der Präsidialkonferenz, in dem Raum hinter mir kurz zusammenzutreffen für eine Sonderpräsidiale und unterbreche bis 12.10 Uhr, also auf knapp über 10 Minuten, die Sitzung. Die Sitzung ist unterbrochen. Die ÖVP-Abgeordnete Tanja Graf, die als Nächste an der Reihe gewesen wäre, muss wohl noch 10 Minuten bis zu ihrer Wortmeldung, zu ihrer Antwort auf den Gewerkschafter Rainer Wimmer warten. Eine Präsidiale ist die Zusammenkunft aller zurzeit 5 Clubobleute, der 3 Präsidenten des Nationalrats und des Parlamentsdirektors Dr. Dossi. Da geht es oft um plötzlich auftretende Veränderungen der Tagesordnung oder um irgendwelche Äußerungen von Abgeordneten, die nicht der Würde und den Usancen des Hauses entspricht, wie das heißt, wo man dann rasch irgendeine Entscheidung treffen muss. Und so ist es auch in diesem Fall. Es geht um eine mögliche Umreihung der Tagesordnung der morgigen Sitzung. Denn Gesundheitsminister Mückstein sollte oder wollte morgen zur Landeshauptleutekonferenz nach Tirol fahren. Sind aber morgen auch Tagesordnungspunkte, wo seine Anwesenheit im Plenum notwendig ist. Da diese Reise eine Reise im Inland ist, kann er sich auch nicht von einem anderen Regierungsmitglied vertreten lassen. Es ist überhaupt noch unklar, ob Mückstein überhaupt nach Tirol fahren wird oder sich nicht zuschalten lässt zu dieser Landeshauptleutekonferenz am Achensee. Jedenfalls wird jetzt versucht, zwischen den Clubobleuten und dem Präsidium des Nationalrats eine Lösung zu finden, entweder eine Umreihung der Tagesordnung der morgigen Sitzung oder, wenn Mückstein nicht fährt, kann ja alles so bleiben, wie es ist. Eine derartige Sitzungsunterbrechung bietet auch für Abgeordnete die Gelegenheit zu telefonieren, was während einer Plenarsitzung nicht erlaubt ist oder zumindest nicht gern gesehen wird, oder auch zu Gesprächen am Rande, wie jetzt zwischen dem Arbeitsminister Martin Kocher und Franz Hörl, Vertreter der Seilbahnwirtschaft und auch des Tourismus aus Tirol. Ich kann Ihnen noch erzählen, dass heute am Ende der Tagesordnung die Auslieferung vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz beschlossen wird, der als Clubobmann der ÖVP eigentlich parlamentarische Immunität genießen würde, aber die Aufhebung seiner Immunität, Ansuchen von 2 Staatsanwälten zur Strafverfolgung, wird aufgehoben, auch mit den Stimmen der ÖVP. Das ist im Ausschuss vor 2 Tagen auch schon passiert. Die Strafverfolgung gegen ihn kann damit weitergehen. Gesehen habe ich ihn heute aber noch nicht. Gestern war unter anderem das Thema Landwirtschaft und Tourismus auf der Tagesordnung. Da hat die Opposition bemängelt, dass sich die Regierung kaum auf die aktuelle 4. Corona-Welle vorbereitet hat. Es wurde der Ministerin vorgeworfen, sie würde lieber über die Förderung des ländlichen Raums, über Klimawandel und Breitbandausbau reden, aber nicht über die Sorgen, die der Tourismus jetzt hat, wenn es tatsächlich zu einem weiteren Lockdown, zu einer weiteren Ausgangssperre, das ist die wörtliche Übersetzung aus dem Englischen, in Österreich oder auch nur in Teilen Österreichs kommt. Immerhin das Bundesland Salzburg, dort wird jeder 4. Euro verdient durch den Tourismus,
Das wäre also, oder es ist ein schwerer Schlag für die Wirtschaft in Salzburg, natürlich auch in Oberösterreich. In Tirol ist es übrigens jeder dritte Euro, also ein Drittel der Wertschöpfung, wird durch den Tourismus verdient, im Winter wie im Sommer. Der Arbeitsminister wird da wohl einiges noch zu bezahlen haben, der Sozialminister auch, um die strengen Vorgaben der Regierung auszugleichen. Gestern ging es auch um das Thema Soziales. Da war auch der Sozialminister und Gesundheitsminister Mückstein natürlich zugegen. Er hat Schwerpunkte aus seinem Budget aufgelistet. Tatsächlich sind aber die Ausgaben im Bereich Corona exorbitant gewachsen. Rund eine halbe Milliarde Euro wurde bereits für Impfungen und alles, was im Zusammenhang steht, ausgegeben und fast 1,5 Milliarden Euro für Testen, Teststraßen, Testkits, Personal, also insgesamt 2 Milliarden nur für Tests und Impfungen im vergangenen Jahr. Wir warten noch auf das Ende der Präsidialsitzung. Die zweite Präsidentin Doris Burris hat gemeint, um 12.10 Uhr würde die Sitzung wieder aufgenommen werden. Ich weiß nicht, ob wir dann unmittelbar nachher ein Ergebnis erfahren, wie es mit der morgigen Tagesordnung aussieht. Hier sehen wir Mandatare der NEOS, Stefanie Crisper, Fraktionsführerin im Untersuchungsausschuss. Hier sind wir jetzt bei den Freiheitlichen, links Erwin Angerer, Chef der FPÖ in Kärnten, und Hubert Fuchs sitzend, ehemaliger Staatssekretär und Budgetsprecher seiner Partei, der Freiheitlichen. Links. Hier ist ein Blick auf die sozialdemokratische Fraktion, links Alois Stöger, früherer Minister, Gabriele Heinisch-Hossig, auch frühere Ministerin, wortgewaltig in Frauenangelegenheiten. Ursprünglich sollte im Budgetkapitel Arbeit, das jetzt gerade besprochen wird, eine Entspannung sich widerspiegeln gegenüber dem Vorjahr, denn für das Jahr 2022, also sagen wir gegenüber heuer, für das Jahr 2022 ist ein Drittel weniger Auszahlungen vorgesehen, Klammer auf gewesen, sage ich jetzt dazu, Klammer zu. Konkret ging es um Auszahlungen von immerhin 9 Milliarden Euro. Das sollte etwas weniger sein als 2021. Die Einnahmen sind etwas größer budgetiert worden und die Auszahlungen sind, ich sage das jetzt ganz bewusst im Konjunktiv, sind darauf zurückzuführen gewesen, bevor jetzt ein neuer Lockdown verkündet wird, weil weniger für Arbeitslose ausgegeben wird, wollte weniger für Notstandshilfe, und das sollte eben weniger Ausgaben bringen und mehr Einnahmen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Das wird wohl jetzt so nicht zu halten sein, wenn die Regierung tatsächlich weitere Ausgangssperren in Österreich beschließt.
Es haben kaum Abgeordnete das Plenum verlassen, sondern auch die Abgeordneten warten, so wie wir, auf das Ende dieser Stehpräsidiale hier in der ÖVP. Franz Hörl, Lorenz Böttiger und vorne Norbert Sieber. Jetzt ist auch erlaubt zu telefonieren oder SMS zu schreiben. Michael Hammer kommt von hinten, auch telefonierend, Bürgermeister von Altenberg bei Linz, ebenfalls ÖVP. Fotos zu machen ist natürlich während einer Plenarsitzung auch nicht erlaubt, aber jetzt, während einer Sitzungsunterbrechung, geht auch das. Es sei denn, ein Abgeordneter macht mit seinem Handy ein Foto, dem kann der vorsitzführende Präsident das natürlich nicht verwehren. Rainer Wimmer von der Gewerkschaft ist gerade aufgestanden. Vorher war auch noch Josef Beppo Muchitsch zu sehen. Auch er wortgewaltiger Gewerkschafter. Und hier haben wir jetzt rechts den Mathematikprofessor, den legendären Mathematikprofessor Rudolf Taschner im Bild, der seinerzeit sub auspiciis promoviert hat, sub auspiciis Präsident ist. Das heißt, er hat in der Oberstufe immer einen Vorzug gehabt und alle Prüfungen an der Universität auf sehr gut abgelegt. Es kommt nur ganz wenige Male im Jahr vor, dass das jemand schafft. Hier sehen wir den grünen Vizebürgermeister von Weidhofen an der Theier. Auch er nutzt die Gelegenheit, offensichtlich ein Mail zu schreiben oder sich seine nächste Rede vorzubereiten. Ursprünglich hat es geheißen, die Sitzung würde um 12.10 Uhr wieder aufgenommen werden. Mittlerweile ist es 12.12 Uhr. Die Abgeordneten und wir warten weiter. Das ist eine interessante Kombination. Die Sicherheitssprecher von ÖVP und SPÖ stehen traut beisammen. Karl Mara, früherer Polizeigeneral in Wien von der ÖVP, Reinhold Einwallner, der jetzt in Vorarlberg lebt, Optikermeister. Beide sind, wie gesagt, Sicherheitssprecher, Polizeisprecher, innere Sicherheitssprecher ihrer Parteien ÖVP und SPÖ. Denn es geht ja auch in den Ausschüssen nicht immer nur um Kontroversen, sondern auch um Gemeinsamkeiten, um gemeinsame Anträge, um Kompromisse. Immerhin eine wenig bekannte Tatsache ist, dass mehr als 85% aller Beschlüsse im Nationalrat einstimmig gefasst werden. Hier auch eine Kombination in der Mitte, Erwin Angerer, Chef der Freiheitlichen in Kärnten, im Gespräch mit dem bemaskten Andreas Hanger, wortgewaltiger Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss. Auch hier ein Gespräch über die Parteigrenzen hinweg,
und sichtlich ist man sich nicht spinnefeind. Mit der grünen Krawatte der Abgeordnete Schmuckenschlager von der ÖVP, Vizepräsident des Bauernbundes, ein Bauernvertreter, und sein Zwillingsbruder ist Bürgermeister von Klosterneuburg. Jetzt beginnt sich auch schon bei den Abgeordneten eine gewisse Langeweile breit zu machen. Das Budget wird heute Abend wohl wie üblich einstimmig beschlossen werden. Pardon, nicht einstimmig, sondern mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne beschlossen werden. Die Opposition ist traditionell dagegen, aber das Budget ist dann beschlossen. Zumeist passiert das da am späteren Abend zwischen 8 und 10 Uhr. Morgen gibt es dann noch einen Plenartag zu anderen Themen. Die dreitägigen Budgetberatungen im Plenum sind dann zu Ende. Gesundheitsminister Mückstein und Bundeskanzler Schallenberg wollten ja morgen zur Landeshauptleutekonferenz an den Achensee nach Tirol fahren. Tirol hat ja in diesem Halbjahr den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz und damit verbunden auch den Vorsitz in der Länderkammer, im Bundesrat. Ob das jetzt tatsächlich so sein wird, ist nicht bekannt. Ob nicht Mückstein und Schallenberg lieber in Wien bleiben und sich nur zuschalten lassen, das ist alles noch offen. Es wird jedenfalls um weitere Verschärfungen bis hin zu Ausgangssperren auch für Geimpfte in ganz Österreich gehen. Vielleicht auch schon heute, zumindest Vorgespräche gibt es heute sicherlich schon im Bundeskanzleramt. Ein Sozialpartnertreffen ist angesetzt. Die Landeshauptleute von Oberösterreich und Salzburg, Stelzer und Haslauer, sind jedenfalls jetzt vorausgeprescht. Sie haben die Flucht nach vorne angetreten, nachdem sie das vor wenigen Tagen noch ausgeschlossen haben, und einen Lockdown, eine Ausgangssperre für ihre Bundesländer angekündigt. Ob jetzt weitere Bundesländer oder gar ganz Österreich nachziehen wird, das hat ja auch der Bundeskanzler noch vor etwa 10 Tagen ausgeschlossen, hat gesagt, eine Pandemie für Geimpfte wird es nicht geben. Ob sich eben jetzt andere Bundesländer oder ganz Österreich dem anschließen wird, wird sich sicherlich an diesem Wochenende entscheiden. Es ist keine Zeit mehr, wie Rudolf Anschober gesagt hat, dass die nächsten Wochen entscheidend sein werden. Es waren schon die letzten Wochen entscheidend. Thank you.
Hier im Bild sehen wir jetzt mit der roten Maske den sozialdemokratischen Gewerkschafter Alois Stöger. Er war Arbeits- und Sozialminister in Österreich, er war Verkehrsminister und Gesundheitsminister. Es ist mir in der Vergangenheit jetzt nur Erwin Lanz in Erinnerung, der in den 70er und 80er Jahren hintereinander Innenminister, Außenminister und auch Verkehrsminister war. Also ein Dreifachminister, Alois Stöger. Jetzt im Gespräch mit seinem Gewerkschaftskollegen Rainer Wimmer. Rainer Wimmer war früher Bürgermeister von Hallstatt in Oberösterreich, einer Gemeinde mit rund 800 Einwohnern und etwa 1 Million Besuchern jedes Jahr. Sehr viele kommen aus Fernost und bei der Tür herein kommt jetzt Doris Burres, die zweite Präsidentin, und die Club-Obleute. Doris Burres wird also jetzt, nicht nach 10, sondern nach 20 Minuten, die Sitzung wieder aufnehmen.